Endlich zu Hause überzeugen, das Motto der Füchse Frauen Berlin. Doch einfach sollte es nicht werden, denn es kam kein geringerer als der Tabellenvierte VfL Oldenburg in die Hauptstadt. Eine echte Zerreißprobe für die Spreefüchse. Die Spiele im Fuchsbau sind so eine Sache. 4 von 6 Bundesliga-Matches in den eigenen 4 Wänden wurden verloren. Dabei zeigte man aber eigentlich schon, dass man es kann. Zuletzt gewannen die Mädels von Lars Melzer in Bittigheim und davor sogar beim Europapokalteilnehmer Leverkusen. Jetzt stand mit dem VfL der nächste internationale spielende Gegner an. Vor der Partie ging es da noch recht herzlich zu, doch mit dem Anpfiff änderte sich das komplett und die Füchse-Damen zeigten, was sie sich vorgenommen hatten. Motiviert bis in die Haarspitzen gingen die Hausherren nach 3 Minuten mit 3 Treffern in Front. Die Oldenburger Mädels verkürzten zwar fix auf 3:2 durch Kim Birke, doch die Füchsinnen zogen einfach wieder mit 3 Toren davon. Daniela Gustin hämmert das Ding mit einer kleinen Portion Glück zum 7:4 ins Tor. Ein Grund genug für Leszek Krowicki, seine Mädels mal eben neu einzustellen. So richtig gefruchtet hatte das so schnell nicht. Die Oldenburgerin immer wieder mit kleinen Fehlern. Deutlich besser klappte da das Umschaltspiel der Norddeutschen. Die Gäste nutzten prompt die Fehler der Berlinerinnen aus und kamen zu Toren. Das Spiel in der Sömmeringhalle, im Übrigen das erste von insgesamt 3 Auswärtspartien in der Folge für die Oldenburgerinnen. Beim Anhang dürfte das wohl kein Problem sein. Apropos Auswärtsspiel, so fühlte sich das wohl auch für die Mädels von der Spree an, denn man führte zur Halbzeit, man höre und staune, 16:15. Das war jetzt schon eine kleine Sensation in einem rassig geführten Spiel. In der Pause gab es dann noch einen kurzen Talk zum Thema Wir wollen die Spiele mit der verletzten Anna Blödorn. Das ganze Wochenende ja gespickt mit Aktionen zur möglichen Olympiabewerbung. Aber nun mal schnell rein in den zweiten Durchgang, denn in dem ging es lustig und munter hin und her. Die Schlagfrequenz ungemein hoch. Siehe hier, Christine Bayer haute das Leder in die Maschen und kaum am eigenen Kreis angekommen, zappelte auch bei Torhüterin Plöger das Netz. Und zum Atmen blieb kaum Zeit. Die nächste Chance aber noch nicht drin. Der Versuch geht erst in die Hose, aber dann bitte Daniela Gustin zum 19:18. Sie überzeugte ja mit ihrer 17-Tore-Show in Bittigheim. Das ihr 4. von insgesamt 5 Zählern des Tages. Die Showeinlage übernahm für sie heute Laura Steinbach. 10 Treffer insgesamt und einmal sogar 3 Buden in Serie. Das bedeutet dann 27:23. Die Sensation zum Greifen nahe, der Fuchsbau am Kochen. Und das Spiel wurde härter, zu hart für die Unparteiischen. Und so gab es 2 7-Meter zugunsten der Oldenburger. Kombiniert mit der Konterstärke stand es dann kurz vor Ende 29:28. Und wieder 7 Meter. Angie Geschke tritt an und macht das Ding rein. Nun beide heiß auf den Sieg. Nur noch wenige Sekunden auf der Uhr. Oldenburg mit dem Ball besitzt. Wurf, Tor, aber das zählte nicht. Schluss, aus, ein hart erkämpfter Punkt für die Gastgeberin. Naja, grundsätzlich bin ich erstmal sehr stolz auf die Mädels, weil die haben wirklich heute das ganze Spiel richtig geackert und gekämpft und immer in der Europapokalmannschaft da auch phasenweise wirklich vor Probleme gestellt. Sind wir sehr enttäuscht, weil wir sehr schlecht gespielt haben. Wir haben heute eine ganze Menge Fehler gemacht. Wir konnten uns mit unserer Handball nicht durchsetzen. Aber es ist schon ein bisschen demütigend, weil wir hatten sie dann eigentlich im Griff und waren kurz vor Schluss auch mit 4 Toren vorne. Aber ein Handballspiel geht eben 60 Minuten und deswegen denke ich, ist das Ganze gerecht. Ich denke, es können schon mit zufrieden sein. Für die Oldenburger war dieses 29:29 Unentschieden klar zu wenig und ein herber Rückschlag für den Kampf um die Europapokalplätze. Die Spreefüchse auf der Heimseite konnten dafür die Mission zu Hause überzeugen absolut erfüllen. Als nächstes kommen dann die Vulkan-Ladies in den Fuchsbau.